Ich darf herzlich Grüß Gott sagen zum TT Wandercup, die vorletzte Station in diesem Jahr. Liebe Zuschauer von Tirol TV, es ist wieder soweit. Wir gastieren heute mit unserem TT Wandercup in Umhausen. Hinter mir ist das TT Familienfest schon in vollem Gange und die großen Stars der Volksmusik, die sind bei uns zu Hause. Wir hören gerade die Zillertaler Hauder Lumpen mit dem Hauder Lumpen Madl. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Viel Vergnügen bei unserer kleinen, aber feinen Sondersendung hier auf Tirol TV. Die Familienroute führt die Teilnehmerinnen vom Parkplatz Stulbenfall beim Ötzidorf und der Überlebensschule Tirol vorbei zum Stulbenfall und zum Steppsteig wieder zurück zum Anfang. Die Expertenroute startet ebenfalls am Parkplatz über den Stulbenfall zu Niederthei, auf die Lastigalm und den Bergmäderweg zurück zum Beginn. Was wäre ein Wandercup in Umhausen ohne ein kurzes Pläuscherl mit dem Gastgeber, mit dem Dorfältesten, hatte ich mal gesagt, mit dem Bürgermeister von Umhausen zu führen. Lieber Jakob Wolf, schön, dass wir da sein dürfen. Ich glaube, Umhausen hat in den letzten Jahrzehnten so Gas gegeben. Man hat das Gefühl, in diesem Ort passiert ein bisschen mehr als in manch anderen Orten. Ich glaube, das macht einen Bürgermeister auch stolz. Das macht einen Bürgermeister stolz. Ich bin über 20 Jahre Bürgermeister hier und wir haben Vollgas gegeben. Also Stulbenfall und auch das Kurzentrum und neue Hotels. Es freut mich einfach, dass was los ist. Und ich habe das Gefühl, auch heute, wir haben ja heute auch wieder die Abschlussveranstaltung dieser TT Wandercup-Veranstaltung hier bei dem Pavillon. Es ist schon gut besetzt, die Leute sind noch beim Wandern. Es ist eine sehr positive Stimmung. Ich glaube, der TT Wandercup und Umhausen ist schon eine sehr freundschaftliche Beziehung jetzt über die Jahre. Ja, wir haben öfter schon TT Wandercup gehabt. Jetzt über die neue Konstruktion zum Stulbenfall das erste Mal. Ich habe ein paar getroffen, ich war im Gelände schon. Und die haben gesagt, ja, ein bisschen schwindelig seien sie, wenn sie über die Hängebrücken zum Stulbenfall gehen, aber sie haben eine große Freude und das freut mich sehr. Jakob, danke, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen und ich wünsche dir jetzt einen geruhsamen, gemütlichen Nachmittag. Ich werde es genießen, es spielen zurzeit die Haderlumpen und das genieße ich sehr. Super, dankeschön. Ciao. Für die musikalische Unterhaltung sorgen neben dem Zillertaler Haderlumpen die Silvretters, Herzglurt, die Familie Rungatscher und Vollgas Tirol. Und in Umhausen gibt es natürlich nicht nur das Ötzidorf, Stichwort Urkraft Umhausen, das steht auf vier Säulen. Da haben wir jetzt das Ötzidorf, den Stulbenfall, dann haben wir den Greifvogelpark und nicht zu vergessen den Badesee Umhausen. Ich glaube, ihr seid gut aufgestellt. Ja, diese vier Säulen sind einfach ein wichtiger Punkt für das Ausflugsziel in Umhausen, im mittleren Ötztal. Und ja, der Stulbenfall ist immerhin das Wahrzeichen auch der Gemeinde Umhausen, haben wir auch im Wappen verankert. Ist einmal der höchste Wasserfall Tirol, wie du richtig sagst. Dann der Greifvogelpark ist in Westösterreich der größte. Wir haben rund 23 verschiedene Greifvögel, also vom Turmfalke bis zum Steinadler haben wir eigentlich alles. Dann, wie schon vorher erwähnt, das Ötzidorf und nicht zu vergessen der Badesee, der Naturbadesee. Auch Franziska Gritsch war vor Ort und schüttelte fleißig Hände. Unser nächster Ansprechpartner ist der Leo Holzknecht von Ötztal Tourismus und ich glaube, der hat auch jetzt für die Wintersaison ein bisschen was zu tun. Leo, es war, das hat man auch in den Medien mitbekommen, keine leichte Zeit für den Tourismus. Könnte man im Nachhinein sagen, das Ötztal ist mit einem blauen Auge davon gekommen? Absolut, Ups. Also wir sind sehr, sehr zufrieden, wie der Sommer bisher verlaufen ist. Wir haben super Zahlen jetzt im Sommer geschrieben. Dank unserer treuen Stammgäste, dank unserer super Betriebe, Vermieter, die sich viel angetan haben, dass der Sommer wirklich sehr gut über die Bühne gelaufen ist. Man kann ja sagen, wie man sich in vielen Berufen schon auf was vorbereiten muss, wenn sie saisonal bedingt sein. So schön es jetzt hier im frühen Herbst ist, ihr seid wahrscheinlich mit den Köpfen schon dick in der Wintersaison, in der Vorbereitung. Was sind so die besonderen Highlights ab, sage ich mal, dem großen Weltcup-Event in Sölden, auf die du dich besonders freust? Ja, natürlich haben wir schon ein bisschen Herbstsaison jetzt, da freuen wir uns, wenn noch viele Wanderer da sind, auch beim TT Wandercup. Es ist ja, sage ich immer, die schönste Zeit des Jahres im Herbst im Ötztal, wenn das Wetter passt, so wie jetzt gerade. Aber wie du sagst, hast recht, wir sind im Kopf schon wieder im Winter. Die größte Veranstaltung steht vor der Tür, der Skiweltcup in Sölden. Am 23. Oktober geht es dann wieder los mit den ersten Skibildern. Die Kollegen sind schon am Gletscher oben beim Herrichten, beim Präparieren. Die Athleten sind schon beim Trainieren. Also Weltcup steht vor der Tür, damit geht der Winter los.
Buchungen schauen jetzt sehr gut aus. Wir hoffen, dass es von den Rahmenbedingungen so bleibt, vielleicht ein bisschen einfacher wird. Aber ich glaube, einer Wintersaison, wie wir sie kennen von früher, steht nichts im Wege. Der nächste und damit letzte TT-Wandercup findet am Sonntag, den 3. Oktober, in Obertilliach in Osttirol statt.